Grüß, Peter von der Live in the Camper hier. Hier, ich will mir was Schnelles zu essen zaubern. Ich kann ja am Freitag wegen der Veranstaltung kein Video reinstellen. Heute wirklich nur ganz was Schnelles, ne, und auch was Fertiges. Ne. Ich habe nämlich noch hier Hähnchenbrust, ne, kostenlose Werbung, ne, süß-sauer, Reis. Und das langt. Mehr gibt es heute nicht. Ich nehme das ein bisschen auf. Ne, ihr seht, ich habe da vorne noch eine Kamera. Jetzt seht ihr euch mal so. Ne, mal gucken, wie lange die zwei Kameras aushalten. Ich hole mir jetzt als allererstes mal kurz ein bisschen Wasser. Also ich mache eine halbe Tasse Reis, mehr brauche ich nicht. Und da kommen dann ungefähr zwei Tassen Wasser rein. Ich mache den Reis lieber so ein bisschen fluffig halt. Ne? Und ich tue den vorher nicht wässern. Tasse an der Seite. Das können wir schon mal anmachen. Beim Reis mache ich das immer so, dass ich nehme immer ein bisschen mehr Wasser, weil ich das so ein bisschen fluffig mache. Ne? Und so kann das jetzt, bis das Wasser weg ist, ist das nämlich auch der Reis gut. Ne? Bisschen Salz muss da immer rein. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, damit das nicht überkocht, weil ich ganz gerne mit viel Temperatur zugange bin. Muss ich echt aufpassen. Fertig. Das Boy. Wenn das nicht so heiß wäre, oder, aber ich habe trotzdem, ich habe Hunger. Und ich habe ja gesagt, ich will unbedingt die Reste weg haben. Ne? So, jetzt tue ich euch mal nach unten drehen, damit ihr das auch seht. Fleisch. Handy weg. Fleisch. Eben ganz schnell eine Marinade zaubern. Das kennt ihr ja schon mit den Zwiebeln und Olivenöl. Ich nehme immer Olivenöl dazu. Mach ein bisschen mehr. So darf nicht fehlen. Salz. Das war jetzt, glaube ich, so gut wie leer. Ja, das langt sogar. Viel Salz brauche ich nicht. Dann brauche ich ein bisschen Pfeffer. Das langt schon. Pfeffer, was nehmen wir denn noch? Paprika. Paprika. Ein bisschen mehr. Gerne Paprika. Das ist ein bisschen. Ich muss immer ein bisschen gucken. So, seht ihr das? Wie schnell das geht mit dem Reis? Hm. Ihr hört, ein Telefon geht, aber da kann ich jetzt nicht dran gehen. Da rufe ich nachher zurück. Ich mache jetzt erstmal. Das kennt ihr ja eigentlich schon vom letzten Mal. Da habe ich das ja ne? Das wird ein kurzes Video, Leute. Das sage ich euch. Hey, ihr merkt, ich bin ein bisschen kaputt. Ich bin sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Leute, ihr glaubt es nicht. Aber ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Achso, habt ihr ja im Film gesehen. Muss immer mal gucken, ob sich die eine Kamera ausstellt. Ich glaube, die andere hat sich schon ausgeschaltet. Das ist bei der Hitze, sind die GoPros nicht zu empfehlen. Das
Zwiebeln lasse ich weg, ganz einfach, weil da schon, oder vielleicht mache ich noch eine rote mit dran. Ja, kann man eigentlich machen. So, das haben wir. Das haben wir. So. So, was haben wir denn noch vergessen? Ein bisschen Knoblauch haben wir vergessen. So. Ja, ein bisschen Knoblauch kommt aber noch mit rein. Kleines bisschen, nicht allzu viel. Ja Leute, noch nimmt die Kamera auf, hat sie noch nicht vor Hitze ausgeschaltet. Deswegen, ich stelle die jetzt mal aus und ich melde mich gleich, wenn der Reis weiter ist. Ich befürchte mal, dass das sonst ganz schnell geht und sich die Kamera ausstellt. Hier, wir sehen uns gleich. Vielleicht mache ich am Samstag noch mal einen Livestream. Und dann nehme ich euch vielleicht mit, komplett, wie ich mein Wasser desinfiziere. Das kann ich mal machen. So, das mache ich. Das ist, glaube ich, mal eine gute Idee. So. So, schaut mal. Ich muss euch mal kurz wegpacken. Nicht, dass mir der Reis anbrennt. Ganz einfach, wir haben ja hier unseren die Marinade. Ganz einfach. Ja, ich mache das lieber ein bisschen gröber, das Hähnchenfleisch. Na, Öl tue ich da jetzt nicht mehr rein. Noch nicht. Knoblauch. Ich hoffe, die Gasflasche geht noch so ein bisschen. Ja. Brauche ich noch meins hier. Das müsste jetzt aber eigentlich relativ zügig gehen. Na, ich nehme jetzt hier den. Ja, ich stehe zwar bei mir auf der Arbeit, aber ich stehe komplett stromlos. Habe mir heute Morgen auch schon Brötchen aufgebacken. Ich habe mir sogar welche mitgenommen und sowas alles. Und das ist eigentlich schon nicht schlecht. Ne? Das klappt eigentlich sehr gut. So. Ne? Jetzt habe ich noch mal eine interessante E-Mail gekriegt. Die werde ich nachher noch beantworten. Da bin ich zum Beispiel gefragt worden, nach wie man das macht mit dem Anmelden im Wohnmobil. Ich bin ja bei meiner, ich habe jetzt im Moment wieder eine Meldeadresse und habe dann vorher ja komplett ohne Meldeadresse mit einer Postadresse praktisch gewohnt, kann man das sagen, gewohnt. Also ohne Meldeadresse habe ich gewohnt und ich weiß aber, es gibt die Möglichkeiten, das war ja hier von Anja, Camper Babe Lebensraum, die hatte da mal so einen Film gemacht, wo man sich anmelden kann wegen einer Meldeadresse, wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Und sowas. Ne? Da werde ich den Link nochmal dabei packen, ne? Weil das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Ja, und sonst ist schon, was habe ich heute gemacht? Viel gearbeitet, geschwitzt. Ich habe ein bisschen Nackenschmerzen, weil ich habe, Gott sei Dank, muss ich sagen, ein Büro, was klimatisiert ist. Lief auch heute ganz gut, die Klimaanlage, aber prompt habe ich so ein bisschen Nackenschmerzen, Leute. Ne? Prompt habe ich Nackenschmerzen. Ja, und das ist auch zum Beispiel ein Grund mit, warum ich
keine Klimaanlage meistens im Auto habe oder eine anhabe, ne, weil ich so Nackenschmerzen habe dann teilweise und das bringt's dann halt nicht, ne? Ja, ich hoffe, ihr versteht mich dann so, ne? Ich habe die Kamera zum Beispiel, wo ich jetzt reingucke, also die, wo ich hinzeige, die habe ich eigentlich immer dafür da, wenn ich Fahrten aufnehme. Deswegen ist das Bild von dem vorderen Bildschirm auch geradeaus. Und die hier vorne, die nimmt gerade mit auf, was ich da so am Kochen bin. Und nachher muss ich das so ein bisschen, die Tonspuren übereinander legen, zum Synchronisieren. Ja, so langsam wächst bei mir der Gedanke. Ich habe jetzt auch mal heute im Internet geguckt und sowas alles, ob ich schon irgendwo ein Fahrzeug finde. Es gibt ein paar. Vielleicht, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo Geld auftreiben zu können, werde ich mir wahrscheinlich vorher was holen. Aber dann muss ich erstmal klären, wo ich dann so 12.000, 13.000 Euro herkriege. Ich habe auch mal auf der Seite geguckt, auf dem Magdeburger da mit den Postautos. Leute, die sind ja teuer geworden. Ey, die sind teuer geworden, ihr glaubt es nicht. Dann teilweise Fahrzeuge mit Getriebeschaden, Mercedes-Benz Sprinter 2 mit Getriebeschaden, wollen die dann teilweise noch 8.000, 9.000 Euro für haben. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Naja, wir gucken mal, was passiert. Ja. Wir gucken mal, was so passiert. Tja, so ist das, ne? Jetzt seht ihr mich hier nochmal. Wie ich das nachher noch schnibbel, habe ich noch keine Ahnung. So hier, so. Gucken. Ja, ne? So ist das im Moment. Es ist warm, heiß, bis zum geht nicht mehr. Ich wollte eigentlich schon noch den Wassertank desinfizieren, habe ich gar nicht geschafft. Also sprich, am Samstag werde ich den desinfizieren. Und da kam mir gerade so eine Idee, da mache ich am Samstag einen Livestream, aber ganz spontan Livestream zum Desinfizieren halt. Ne? Es soll ja nicht so warm werden, also geht das ein bisschen besser. Ne? Also könnt ihr euch schon mal merken, Samstag spontaner Livestream, vielleicht kündige ich den an, ne? Wenn dann aber erst nachmittags, damit das, oder abends, damit das... auch einwirken kann. Ne, ich muss dann das noch kaufen am Samstag. Ne, kostet auch wieder ein bisschen Geld und schauen wir mal halt. Ne. Jo, so ist das. Ne. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Idee mit so einem tägliches Update oder sowas. Ne. Habt ihr mitgekriegt, Fahrrad gefahren zur Arbeit, jetzt koche ich was und kann ich euch auch mal mit beinehmen, wie ich meine Filme bearbeite. So. Ne, kann ich auch mal machen, mal so live zeigen, warum nicht. Ne? Ja, schauen wir mal. Ne? So ist es. So, ich hänge euch nochmal wieder weg, ich muss dann nochmal einmal umrühren. Ne?
Ja, diese Balinari-Töpfe, die habe ich schon ziemlich lange, hatten wir schon in den anderen Wohnmobilen. Deswegen das Zeug so richtig von Qualität und sowas. Und ja, wie gesagt, könnte in den Shop von meiner Ex-Frau, könnte den kaufen, wenn er steht und sowas alles. Aber es wird sich noch demnächst einiges tun. So, ich muss euch nochmal weghängen. Ich muss nämlich nur umrühren und das Glas da reinpfeffern. Ja, das fällt für mich unter schnelles Camperessen. Ne? Ne? Ihr werdet euch gleich wundern, ich esse das gleich direkt aus dem Topf und nicht anders. Sprich, ich tue mir das da rein und dann wird gegessen. Dann brauche ich nichts anderes noch dreckig machen und sowas alles und fertig. Das ist dann mein Abendessen heute. Ich habe ja gesagt, ich will die... Tja, abruptes Ende. Die eine Kamera ist ausgestiegen. Und das mache ich halt mit der anderen weiter und deswegen zum Beispiel auch nur im Moment ein Kamerabild. Aber das ist nicht schlimm, schaut mal, ist fertig. Ja, die Kamera ist da abgestürzt in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich will die Reste verwerten. Und sprich, ich habe noch jede Menge Spaghetti, also wird das sehr spaghetti-lastig werden, das Ganze. Aber das ist egal, ich muss das mal einmal loswerden. Kartoffeln habe ich auch noch. Gott sei Dank soll es am Wochenende ein bisschen kälter werden. Ne? So, was ich jetzt nochmal machen werde, ist fertig. Und jetzt zeige ich euch mal, wie ich das dann praktisch esse. Oder ich esse das jetzt direkt aus dem Topf. Ne? Wartet. Ich hänge euch einfach mal hier hin. Ja. Ein bisschen tiefer noch. Ja. Tiefer. Fertig. Dann kommt mein Reis. Dann eigentlich brauche ich keinen Löffel. Nee, machen wir einfach. Ja. Und den Löffel benutze ich auch gleich. So, jetzt. Gerade ein bisschen durcheinander heute. Ja, und jetzt mache ich das wirklich einfach in den Topf rein. Heiß, Leute. So. Ja, los ist. Fertig.
Jetzt nehme ich das mal ganz kurz ab. So, jetzt seht ihr das. Mal gucken, ein bisschen höher, ein bisschen gerade. Ja, so sieht das dann aus, wenn ich jetzt esse. Aber das mampfe euch jetzt nichts vor. Ne? Ich will jetzt in ganzer Ruhe was essen. Und dann will ich den Film schneiden. Und ja, dann ist auch schon Feierabend. So, liebe Leute, ich wünsche euch was. Ja, lasst ein Abo da, einen Kommentar, einen Daumen hoch, teilt meine Videos, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Lust und Laune habt, könnt ihr auch gerne was spenden für die Dieselkasse oder für Wohnmobilkasse fürs Zukünftige. Ne? Hier, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Peter von Alle Finde Camper. Ciao.